Ja, hallo, ich bin Rivel und willkommen zu einem neuen Part von The Witcher 3. Allerdings Let's Player ich ja nicht mehr. Ich mache mehr so Tipps und Tricks Videos. Ja, naja. So, heute The Witcher 3 und zwar so ein kleiner Glitch unten rechts auf der Karte in Velen im Niemandsland. Ganz genau, so, Haus der Erholung heißt dieser Punkt dort unten rechts. So, und durch dieses Tor kommt man normalerweise nicht durch, allerdings hier, wenn man auf Plätze aufsteigt und dann die Kreis- oder EB-Taste gedrückt hält und dann und somit absteigt, so, dann kommt man hier rein. So, dann in, wir müssen ehrlich sagen, erstmal auf der Karte. So, ich bin jetzt wirklich drinnen, also, Scheiße oder so. So, was sieht man hier? Ja, freizügige Frauen, ein paar Männer, die sich unterhalten oder was auch immer machen. Ja, hier, also so richtig interagieren mit denen kann man leider nicht. Also da gibt es keinen Händler oder so, der euch besondere Sachen anbietet. Und allgemein ist das mehr so zum Anschauen gedacht, würde ich mal behaupten. So, da hinten, ja, ich will gar nicht wissen, was die beiden machen, Mann. So. Genau, also da kommt man nicht durch. Ich habe es wirklich ganz, ganz oft probiert. Ganz, ganz oft. Ich habe es bestimmt... 100 Mal, nee, also oft probiert, aus jeglichen Perspektiven, auch nach der Aufnahme noch und vor der Aufnahme, wirklich ganz oft, mit Anlauf, allem möglichen. Okay, jetzt spiele ich das mal ein bisschen vor, das kann ja nicht sein, dass wir da so lange warten müssen. So, immer noch, okay, jetzt ein bisschen rumgeboxt, also die greifen euch dann nicht an oder werden auch nicht von euch provoziert, allerdings draußen vor dem Haus... Da werdet ihr da könnt ihr die Wachen provozieren und die greifen euch dann auch an und sind echt, echt stark. Allerdings war ich da auch nur Level 5. Ja, und es könnte natürlich auch sein, dass man im Laufe der Story irgendwie dahin kommt. Ja, ich bin wie gesagt Level 5 noch nicht ganz so weit in der Story, beziehungsweise also ich habe noch nicht mal die Quests mit dem roten Baron fertig. Genau, aber ich lasse mir da schön viel Zeit. Macht echt Bock, das Spiel. Genau, also. Wobei kann man machen, was man möchte. Aber vielleicht schafft es ja irgendjemand. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob da noch irgendwas ist. Zwinker, zwinker, ne? Ja, also die Leiter kann man auch nicht hoch. Hab ich auch schon probiert. Funktioniert leider nicht. Ja, und sonst Atmosphäre ganz nice. Allerdings sieht dieser Raum, also dieser Raum nicht ganz so geschmückt aus meiner Meinung nach. Also da habe ich schon Besseres in The Witcher 3 gesehen. Allerdings Bombenspiel, kann man nicht sagen. Ja, genau, das wollte ich euch einfach nur mal gezeigt haben. Allerdings muss ich euch natürlich auch gleich nochmal zeigen, wie man rauskommt. Oder erstmal hier ein bisschen mit allen reden. Ja. Ah, dann wird euch erledigt. Mann, oh Mann, oh Mann. Geralt. Komm schon. Okay, ich spule jetzt mal ein bisschen vor, damit das nicht ganz so lange dauert. Endlich draußen angekommen, zeige ich hier nochmal ganz, ganz kurz die Kisten. Da kann man auch ein bisschen was abgreifen. Ich weiß nicht, da war glaube ich ein oder zwei Schwerter dabei. Da waren ein oder zwei Schwerter dabei. Also da durch die Tür kommt man leider nicht. Ich habe es ja bei den beiden Wachen dort versucht. Aber auch hier kommt man nicht rein, mit A-Zauber nicht. Ganz genau. Ich weiß nicht, ob man aufs Dach rauf kann. So, da bin ich dann aus Versehen raufgekommen. Allerdings spiele ich jetzt nochmal ein bisschen vor, damit ihr, wie gesagt, nicht ganz so lange euch diesen Scheiß reinziehen müsst und gucken könnt, wie ihr rauskommt. Also, wenn ihr rauskommen wollt, wie gesagt, geht ihr einfach ein bisschen vom Tor weg, weil da ja plötzlich noch steht. Dann drückt ihr zweimal auf L3 oder was auch immer es auf der Xbox ist. So, setzt euch einfach auf Plätze rauf und gleiches Spiel. Ihr... lauft oder galoppiert oder was auch immer. Schneller. Zum Tor hin, halt Kreis gedrückt. Okay, da hat es jetzt ein bisschen rumgeglitscht oder gebuggt. Ich weiß, ich muss mich mal informieren, was da der richtige Begriff für ist. So, wie gesagt, immer ein bisschen Abstand zum Tor nehmen, immer Abstand zum Plätze nehmen. Und dann habe ich es auch geschafft. Ist ja draußen, konntet mal ein bisschen was anderes sehen.
verstecktes Gebiet. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es mit der Story noch freigeschaltet wird, dass man da rein kann. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir haben den Yara überquert und wir werden auch den Ponta überqueren.